Moin Leute, was geht? Als YouTuber Intros machen ist immer ein bisschen schwierig, da muss man immer ein bisschen kreativ sein. Und genau diesen Gedanken habe ich tatsächlich eben im Auto gehabt, als ich von der Arbeit nach Hause war. Und habe so dran gedacht, wo ich eigentlich mein Intro her habe, dieses Moin Leute. Und bei mir war es so, der allererste YouTuber, den ich gesehen habe vor unfassbar vielen Jahren, gab es auch fast Schwarz-Weiß-Fernsehen, war Kass. Kass war ein deutscher YouTuber, das war ja die krasse Anfangsszene, wo selbst Marcel Scorpion noch so halt richtig am Anfang und so war. Und das war ein deutscher YouTuber, da fing ja alles mit YouTube erst an, der in Call of Duty Ghost immer so Cam Strikes und sowas hochgeladen hat. Mega geiler Typ, der ist dann irgendwie, ich glaube, Dutzende Videos habe ich mir durchgesehen von ihm, immer Ghost gespielt. Das war ja damals auch die Ghost-Zeit und er ist dann, glaube ich, irgendwie Vater geworden und ich finde seinen Kanal nicht mehr. Und da habe ich so überlegt, was so die ersten Kanäle waren, die ich jemals auf YouTube mir angeguckt habe. Und da ist mir einer eingefallen und den will ich euch mal ganz kurz zeigen, bevor wir richtig zum Video kommen. Und überlegt ihr mal und schreibt mal in die Kommentare, was war der erste richtige YouTuber, den ihr wirklich verfolgt habt? Also, ist auch egal, ob Call of Duty, ob Battlefield, ob keine Ahnung. Damals waren ja Pranks so richtig in und das hat sich ja irgendwann geändert. Heute ist Reactions, jeder macht Reactions auf Reaction, auf Reaction. Schreibt mal rein, würde mich mal interessieren, wer bei mir noch Favorite war und es gibt den offiziellen Kanal nicht mehr leider. Der junge schwarze Mann. Keine Ahnung, ob ihr ihn kennt. Mark of Jay. Das war, keine Ahnung, ich glaube Amerikaner oder so, auf jeden Fall englischsprachig. Der hat damals Tag für Tag Ghost bis zu BO3, glaube ich, Gameplays hochgeladen. Gameplays hochladen war ja absolute Meta früher. Und ich kann euch nur sagen, ich habe an dem gehangen. Wirklich, ich habe es geliebt, ihm zuzugucken. Ich habe jeden Tag YouTube-Videos gesuchtet wie sonst was. Also ich weiß, dass der irgendwann mal rübergewechselt ist mit dem Stream zu Facebook-Streaming, Facebook-Gaming. Da habe ich nie wieder zugeguckt, weil bei Facebook ein Stream gucken, das war Himmel auf den Finger schneiden können. Aber schreibt mal in die Kommentare, da habe ich auf jeden Fall von Kass mein Intro her, auch wenn es meistens scheiße ist. Ich weiß, ihr wollt alle von mir die Erklärung haben und ich verspreche euch, die Erklärungen sind gut. Eins werde ich euch aber mitgeben, guckt mal darüber. Guckt euch dieses wunderschöne Exemplar an. Und nein, liebe Damen und liebe homosexuellen Männer, ich meine nicht mich, auch wenn ich weiß, dass ich wunderhübsch bin. Ich bin intelligent, ich bin maskulin, ich bin humorvoll, ich bin sexy, ich bin Sternzeichen Fisch. Und ich gehe gerne am Strand spazieren, meine Damen und Herren. Ich meine den Holy-Kalender, den könnt ihr euch jetzt noch auf dem letzten Drücker organisieren, wenn ihr tatsächlich schlau seid und für die Adventszeit ein geiles Geschenk wollt. Das Ding hat alles, was ihr braucht, plus neue Sorte, plus Glasflasche, plus Flasche, plus Shaker. Es ist geisteskrank. Dicke Empfehlung. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist, und das ist ja Hauptthema vom Video, vielleicht geht es heute länger, keine Ahnung. Ich habe super viel Gedanken im Kopf heute, super viel Gedanken, wie ich euch das präsentieren wollte und ich habe mir ein kurzes Skript geschrieben und das habe ich gefühlt nach 3 Sekunden schon eben wieder umworfen. Also lebt damit, liebt mich, lasst ein Like da. Wie läuft SBMM? Das wisst ihr alle, beziehungsweise die meisten sollten es wissen. Aber wie funktioniert es eigentlich innerhalb von MW3 mit den verschiedenen Playlists? Und hier kommen wir nämlich zur Krux der Geschichte. Ihr seht, Hauptmenü. Es ist besser als das im letzten Jahr, weil wir unten einfach endlich die ganzen Modi haben, auch die, die kommen. Das finde ich sehr gut. Trotzdem ist dieses Hauptmenü hier Dogshit insgesamt. Das muss man einfach sagen. Keine Ahnung, wer sich bei Activision das ausgedacht hat. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. Auf jeden Fall, hier unten haben wir ja die verschiedenen Modis, Playlist. Hier haben wir Quick Game. Ihr kennt das alles. Es gibt hier verschiedene Modi, die, und das haben wir im Stream durchgängig getestet mit Runden, wo wir gleich gut gespielt haben, geguckt, was für Gegner haben wir, was für Stats haben wir. Das haben wir getestet alleine. Wir haben es getestet mit Runden, wo ich mit Absicht 5 Runden schlechter gespielt habe, um zu gucken, was passiert. Und ich kann euch, und das ist die Übersicht, und gehen wir in einen der Modi auch mal kurz rein, ich kann euch eins sagen. Die Playlisten, die ihr habt, sind von der
von der Strenge von SBMM unterschiedlich. Und wenn ihr auf einen Schlag wissen wollt, was ist eigentlich der geilste Modus, damit ich kein fucking SBMM habe? Nummer 1, Bodenkrieg. Weil zu viele Spieler, das SBMM kann aufgrund der Menge an Spielern nicht greifen. 2, Kriegsmodus. Das ist dann eher für euch 6 gegen 6 Enthusiasten. Kriegsmodus, ich habe es getestet. Ich habe 5 Runden genommen, wo ich absolut reingeschwitzt habe. Und selbst die 6., 7., 8. Runde waren immer noch lockere Runden. Man merkt den Unterschied in Runden extrem an. Das heißt, wenn ihr Bock habt, Kriegsmodus, gerade für Waffenleveln ganz geil, wo scheiß auf, egal auf Stats, einfach Fun, dicke Empfehlung. Und der mit Abstand beste Modus, wenn ihr, was das Thema SBMM angehen wollt, mehr Ruhe haben wollt. Er ist nicht komplett draußen, aber man merkt, dass er, die Formel wird dieselbe sein, aber es, der SBMM-Algorithmus funktioniert viel besser und ich gehe rein, weil ich rede so viel. 10 gegen 10 Moshpit. Ich weiß nicht 100% warum. Meine aktuelle Vermutung ist, dass aufgrund der Spielerzahl diese Modi haben traditionell weniger Spieler als Quickplay, TDM, Herrschaft, Abschluss bestätigt, dass der Skill-Based Matchmaking-Algorithmus mehr dazu gezwungen ist, aufgrund der geringeren Spielerzahl großzügiger zu sein. Also großzügiger im Sinne von High-Rise, Leute, bitte geht auf High-Rise. Bitte geht auf. Bitte High-Rise, bitte High-Rise, bitte High-Rise, bitte High-Rise. Danke. Ich glaube, dass der Algorithmus aufgrund dessen, dass hier weniger Spieler verfügbar sind, gezwungen ist, damit eben die Queue- und Matchmaking-Times nicht unendlich hoch werden, dass man hier mehr Gegner bekommt, die nicht immer am absoluten Limit sind, so wie das bei zum Beispiel Quickplay-Stellung. Also Quickplay-Stellung fühlt sich für mich an wie CDL-Meisterschaften mit Scampi, Formel und Claystar. Das hier fühlt sich anders an. Dann wartet man. Ich könnte eigentlich schon eine Tür öffnen, aber dann kriege ich wieder Ärger. Also lasse ich das lieber und öffne sie noch nicht. Ich öffne sie bald. Bald ist der erste, Weihnachten ist da. Freuen tun wir uns, oh la la. Ich feier Weihnachten so klar. Junge, es gibt 5 Milliarden Spieler. Nimm einfach 20 und werf sie rein. Wir brauchen nicht jedes Team. Perfekt balancen, das scheißt nur rein. So, Game hat sich mit OBS zusammen in der Spielersuche erstmal aufgehangen. Das heißt, wir mussten alles nochmal neu starten. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert jetzt trotzdem wieder. Dann wollen wir doch mal gucken in 10 gegen 10, ob das, was ich hier einfach jetzt mal behauptet habe und euch erklärt habe, ob das hinkommt. Und ihr sagt mir dann, allein hieran sieht man schon, und ihr sagt mir dann, ob die Gegner, die ihr hier so rumlaufen seht, irgendetwas mit den normalen Gegnern zu tun haben, die wir alle die ganze Zeit in unseren Höllen-SBMM-Lobbys so vor der Nase haben. Da bin ich gespannt. So, schöner Two-Piece. Gefällt mir. Oben kann ich nicht hin, da sind einfach zu viele. Was bedeutet, wir gucken, dass wir den abgreifen. Den greifen wir auch ab. So, das sind 4 schöne Kills. Jetzt können wir hier kurz warten. Rechts oben sind welche, links oben sind welche. Und wisst ihr was, wir gehen einfach die Treppe hoch. Hier guckt nämlich sowieso nie einer hin. Da werfen wir eine Nate hin. Und ihr müsst mir einfach mal sagen, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr gegen dieselben Leute spielt, wie ich hier einfach gerade spiele. Und dann sagt ihr mir, ob ich bescheuert bin oder ob ich mit meiner Aussage, die ich hier getroffen habe, recht habe. So, ich bin beim Geschütz. Hier muss ich mal eben ganz kurz weg. Wir haben den Spawn. Was bedeutet? Ich mache Folgendes. Ich stelle dieses Geschütz eiskalt einfach hier hin und werde mich einfach kurz hinlegen. Wir haben 30 Sekunden gespielt. Oh, hinter mir. Wo zur Hölle ist der? Er ist da hinten. Er hat einen Burst bekommen. Vor dem Update hätte der eine Burst schon gereicht. Er ist nach oben gerannt. Auch in Ordnung. Schade, schade, dass der französische Boni, oder wie ich ihn auch nenne, uns hier jetzt unbedingt nerven musste.
So. Aber seht ihr einfach jetzt schon am Anfang dieser Runde, es ist nichts Reverse-Boostetes, wir haben nicht irgendwie einen schrägen Account genommen. Es ist mein normaler Account mit den normalen Runden, die ich so in 10 gegen 10 einfach so gut wie immer habe, dass wir hier, hoppala, sehr viele Gegner haben. Dass wir hier ganz normale Gegner haben, du kannst hier nicht hoch, Kollege. Normale Gegner, wie wir das 100.000 Jahre gehabt haben. Es ist so krass. Okay, wisst ihr was? Den Gunfight kann ich nicht gewinnen, denn die stehen da im absoluten Headglitch. Aber wenn ihr es anguckt, wir sind bei 11 Kills. Die Runde hat gerade angefangen. Wir sind einfach Erster in der Lobby. Und ich brauchte mich nicht mal anstrengen. Ich brauchte im Prinzip gar nichts machen. Ich habe mir einmal ganz kurz einen Weg zu B gegönnt. Hier sind eine Menge Spieler. Da müssen wir ein bisschen gucken, weil wir wollen ja auch nicht in jeden reinrennen, was wir natürlich tun, weil wir viel zu lange an dieser Position waren. Und wenn ihr euch das anguckt, jetzt haben wir hier einen, der hat auch so einen komischen japanischen Namen wieder, er denkt, er ist Scampi. Alle anderen hier irgendwie, er hängt da so ein bisschen rum. Hier oben könnte irgendwo einer sein. B ist einfach gar nicht contested bisher, den können wir auch mitnehmen. Er will so ein bisschen snipen, aber irgendwie so richtig funktioniert es auch nicht. Wisst ihr was? So sahen... Was macht Happy Just da? Okay, da unten ist gerade einer reingerannt. Den habe ich selbst verkackt, selbst schuld. Das hier sind die Gegner, die ihr in 10 gegen 10 habt. Er war da einfach zwei! Ich habe nicht mal zwei gesehen! Das hier sind die Gegner, die ihr in 10 gegen 10 habt. Und wenn ihr im Team spielt, macht sich das noch mehr bemerkbar, dass das Game euch halt... wirklich, wie das früher war, zu 80% absolute Randoms einfach reinwirft, getreu dem Motto, naja, wir müssen ja irgendwie Spieler auffüllen. Guckt euch das an. Guckt euch das an! Übrigens, Infinity Ward, ich habe gerade geslide cancelled und ich habe Nachladen abgebrochen. Weint ihr jetzt? Ist euer Leben jetzt vorbei? Scheiß Infinity Ward? Hä? Was sagt ihr jetzt? Ihr wisst, Chat, ich, oder YouTube, Kommentare, Chat, ich hasse Infinity Ward. Ich hasse dieses Entwicklerstudio so sehr. Aber es ist so krass. Man kann dieses Game einfach in diesem Modus. Guckt euch den an! Guckt euch den an! Und bitte sagt mir, dass ihr der Meinung seid, dass das ein Gegner ist, den ihr in euren normalen SBMM-Runden auch habt. Guckt euch das an. Die stehen hier einfach so rum. Die stehen einfach herum und gucken in der Gegend herum. Und nein, es ist, wie gesagt... Oh, schade. Ich habe keinen Neffen-Account. Ich finde, und das wisst ihr, jeder, der Neffen-Account spielt, ist A, ein Lappen. Und noch viel geiler ist, dass die ganzen, die hier in Deutschland mittlerweile mit Neffen-Account umherlaufen... absolut reinscheißen, während sie den nutzen. Die kriegen nicht mal den Nuke zusammen, nicht mal einen Hater. Wie, so schlecht. Und das hier, das ist Easy Pickings. Also mit dieser Waffe, die macht auch so viel Spaß. Und bitte sagt mir, wie lange ihr in euren normalen Runden einfach so hier stehen könnt und einfach so ein bisschen, oh, guck mal, da sind noch welche. Klar, man wird mal weggesniped. Das hier, Leute, ist normales Feeling einer normalen COD-Runde mit besseren und schlechteren Spielern. So wie wir das 15 Jahre hatten, ohne dass ihr irgendwie mit 13 Neffen-Account spielt oder euch irgendwie Reverse brüsten müsst oder egal was ihr vorhabt. Da ist noch einer. Ah, ich hab's geahnt, dass er oben ist, die kleine Krabbe. Guckt euch die Krabbe an! Billig! Ich hoffe für euch, ich meine, wir gucken mal aufs Scoreboard. So, wir haben einfach 21 Kills. Ich glaube, man sieht, dass ich es nicht ganz ernst genommen habe. Das sind Lobbys, wo ihr, hoppala, 100 Kills und mehr macht. So, und jetzt triggert es euch bestimmt, weil es eine gute Runde ist, aber ich gehe raus. Und deswegen meine Meinung und ich habe keine Ahnung, wie ich das Video zusammenschneide. Es ist irgendwie alles heute ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr seht es, 10 gegen 10 ist meiner Meinung nach sehr erfrischend. Ich würde mir wünschen, dass der Gesamtscore einfach noch höher wäre. Aber es ist eine Möglichkeit, wie ihr mehr oder weniger entspannt einfach zocken könnt, ohne euch um das Thema Matchmaking und den ganzen Scheiß Gedanken zu machen.
High-Rise, Rust 24-7, was jetzt kommt, Rustment, das ist Shipment und Rust zusammen, Shipment kommt wieder, Überraschung, hätten wir alle nicht gedacht. Das sind alles Modi, wo ich das Gefühl habe, dass SBMM extrem greift. Da würde ich euch von abraten, wenn ihr einfach entspannt spielen wollt. Und sonst Bodenkrieg, Invasion, bisschen aber langweilig. Definitiv 10 versus 10. Und kann man machen, muss aber nicht. Der Kriegsmodus, wenn man dann so ein bisschen Waffen leveln will. Auch, was ich festgestellt habe in so Playlists wie Modern Warfare 2 Moshpit. Weiß ich, könnt ihr schreiben, was bei euch anders war. Habe ich das Gefühl, dass ich relativ häufig dieselben Leute in den Lobbys habe. Selbst Runde für Runde für Runde. Obwohl die Lobby neu gemischt wurde. Also, ja, da bin ich nicht so ein Fan von, obwohl die Playlist nicht schlecht ist. Die MW2-Maps spielen sich ganz gut. Das liegt aber einfach daran, dass MW3 vom Movement, von den Gameplay-Entscheidungen richtig gut ist. Heute irgendwie ein bisschen andere Art des Videos. Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. Lasst einen Kommentar da. Sagt mir, ob euch das zu chaotisch war oder ob euch das gefallen hat. Und dann sagt ihr mir, wie geil ihr mich findet. Denn ich finde euch ziemlich geil. Und denkt dran, Leute, Holy Kalender. Wenn ihr den rechtzeitig haben wollt, solltet ihr jetzt echt fix sein. Es sind Black Weeks, ihr könnt aktuell noch ein bisschen Geld sparen. Die wird es nicht mehr lange geben, weil Adventszeit beginnt. Und ich freue mich drauf.